Hallo und herzlich willkommen bei Pflegekraft. Mein Name ist Lukas Maximowski, Fachgesundheits- und Krankenpfleger für Anästhesie und Intensivpflege. Und heute machen wir weiter eine Beatmungsreihe mit einem weiteren Beatmungsmodus bzw. einer Beatmungseinstellung, und zwar dem IRV. Der IRV steht für Inverse Ratio Ventilation. Und wir fangen ganz einfach an. Wie definiert man den IRV? Normalerweise ist es ja so, das physiologische Atemzeitverhältnis ist ja so 1 zu 1,5 bzw. 1 zu 2. Bedeutet, wenn ich 1,5 Sekunden einatme, atme ich in der Regel etwa 3 Sekunden aus. Also die Ausatmung, die Expiration plus die expiratorische Pause ist etwa doppelt so lang wie die Einatmung in der Regel. Und so stellen wir die Beatmung normalerweise auch ein. Aber nicht bei der IRV. Da drehen wir das Atemzeitverhältnis nämlich um. Die IRV bedeutet nämlich, wir haben eine längere Inspirationszeit als Expirationszeit. Das ist IRV, deswegen inverse, ja, umgedreht, umgedrehtes Atemzeitverhältnis. Wir reden beim IRV über ein Zeitverhältnis von so 1,5 zu 1 bis 4 zu 1. Alles darüber, ja, kann man auch noch IRV nennen, ist dann aber eher schon APRV. Und angewendet wird es bei schweren Gasaustauschstörungen, denn ja, wie in vielen Fachweiterbildungen beigebracht, die IRV wird meistens dazu verwendet, um schwere Gasaustauschstörungen gerade bezüglich der Oxygenierung zu kompensieren. Welche Effekte haben wir, wenn wir den Patienten ins IRV schicken, also wenn er eine deutlich längere Inspirationszeit hat? Naja, in der Regel wird sein PaO2 ansteigen, also sein Sauerstoffpartialdruck wird hochgehen, seine Sättigung wird besser werden. Und das sind so die ersten Effekte. Manchmal nach einiger Zeit kann man auch sehen, dass dann der CO2 anfängt zu sinken, weil wir einfach durch diesen Modus Gasaustauschfläche wieder rekrutiert haben. Der Mechanismus vom IRV funktioniert folgendermaßen. Dadurch, dass ich die Inspirationszeit deutlich anhebe, den PEEP-I eventuell herbeiführe, bedeutet also einen Intrinsic PEEP schaffe durch die Beatmungsmodus und den Beatmungsmitteldruck, den P-Min, auch noch ansteigen lasse, weil die Inspirationszeit deutlich länger ist und der Patient auf dem oberen Druckniveau länger ist, habe ich dadurch mehrere Effekte, die auf die Lunge wirken können, und dadurch habe ich dann halt den positiven Effekt eines besseren Gasaustauschs. Schauen wir uns die einzelnen Sachen mal an. Erstmal den T-Insp, also die Time Inspiration. Wenn ich sie höher stelle bzw. das Atemzeitverhältnis verdrehe, was passiert dabei? Wir haben eine homogenere Gasverteilung in der Lunge. Und zwar ist es so, dass wir bei einer kranken Lunge ja auch noch gesunde Bereiche haben. Und nicht alle Lungenbereiche haben immer die gleiche Zeitkonstante. Das heißt, die einen Lungenbereiche, die kriegst du viel schneller eröffnet, da fließt das Gas schnell rein. Und es gibt andere Lungenbereiche, die brauchen viel länger, bis das Gas da überhaupt hinkommt und es in diesen Bereichen zum Gasaustausch kommt. Und dadurch, dass wir das Gas gleichmäßiger verteilen und vor allem viel länger dem Gas Zeit lassen, reinzugehen in die Lunge, haben wir eine bessere Gasverteilung. Die kollapsgefährdeten Alveolen, die werden auch länger offen gehalten, denn wir behalten uns ja eine deutlich längere Zeit auf dem oberen Druckniveau auf und dadurch stabilisieren wir die Alveolen bzw. halten diese Alveolen offen, die ansonsten auf dem unteren Druckniveau eher zusammenkrachen würden, wobei wir dazu natürlich auch noch den Piep haben. Dann haben wir, was die Oxygenierung in erster Linie verbessert, auch in den lungengesunden Bereichen, eine deutlich längere Kontaktzeit zwischen Gas und Kapillare. Weil wir deutlich länger auf dem oberen Druckniveau sind, also in der Inspiration, hat das Gas viel länger Zeit für den Gasaustausch. Und zu guter Letzt, durch das obere Druckniveau, was gehalten wird, erreichen wir eventuell ein Recruitment. Dann der Intrinsic PEEP, der PEEP-I. Wenn wir nämlich die Inspirationszeit aufrechterhalten, dann geht es in Expiration. Aber die Expiration, also das Gas fließt noch nicht komplett aus der Lunge raus und wir setzen eine neue Inspiration drauf, dann erschaffen wir den sogenannten Intrinsic
PEEP. Und dadurch steigern wir die funktionale Residualkapazität, also unsere Gesamtgasaustauschfläche. Und zwar vor allem in den langsamen bzw. kränkeren Lungenbezirken. Und auch dadurch machen wir ein gewisses Recruitment, denn dazu ist ja auch der Intrinsic PEEP da. Dadurch, dass ich den Intrinsic PEEP halte in den langsamen Lungenkompartimenten, habe ich eher die Hoffnung, dass ich dadurch kollabierte Bronchiolen oder Alveolen wieder eröffnen kann. Zu guter Letzt als Wirkung der PMIN, also der Beatmungsmitteldruck. Der steigt natürlich ordentlich an, denn ich bin ja eine deutlich längere Zeit auf dem oberen Druckniveau. Das heißt, ich habe dann eine verbesserte Oxygenierung, auch dort eventuell ein Recruitment zusätzlich, denn Recruitment funktioniert über höheren Druck. Wie stelle ich jetzt jemanden ein, den ich invers beatmen möchte? Es ist so, je länger ich die Inspirationszeit halte, desto besser ist eigentlich der Gasaustausch, weil ich eine längere Kontaktzeit zwischen Gas und Alveolen habe. Und es gibt eigentlich zwei Wege, wie ich das herbeiführe. Entweder ich steigere einfach die Atemfrequenz bei gleichbleibenden Time Inspiration, wobei das eher nicht der Weg ist, den man anwendet, sondern ich schraube an dem Beatmungsgerät einfach am I zu E. Das heißt, wenn ich dann ein I zu E habe von 1 zu 2, dann stelle ich ihn zum Beispiel auf 2 zu 1 um und die Inspirationszeit wird deutlich länger. Gut, das dazu. Ich kann den IRV entweder volumenkontrolliert oder druckkontrolliert fahren. Und dabei gibt es auch so ein paar Unterschiede. Ja, im Gegensatz zu anderen Beatmungsformen, beim IRV ist es so, da macht es einen deutlichen Unterschied, ob ich jetzt volumenkontrolliert oder druckkontrolliert fahre. Schauen wir uns erstmal die volumenkontrollierte Version an. Ich kann bei der volumenkontrollierten Beatmungsform ja einstellen, wie schnell der Flow fließen soll. Und ich kann entweder einen relativ normalen Flow haben oder einen Flow sogar sehr, sehr langsam stellen. Wenn ich einen normalen Flow habe, dann habe ich den Spitzendruck im Prinzip wie bei der normalen volumenkontrollierten Beatmung. Plus die inspiratorische Pause wird dann verlängert. Also die ist deutlich länger, als wenn ich den Flow langsam stelle. Denn wenn ich den Flow langsam eingestellt habe bei der volumenkontrollierten Beatmung, dann wird sich das Gas homogener, also gleichmäßiger verteilen und mit weniger Turbulenzen, weil es halt nicht so schnell in den Patienten geht. Aber mein Beatmungsmitteldruck, der wird deutlich geringer sein, weil bis der Druck dann irgendwann erreicht ist, beziehungsweise bis ich das Füllvolumen geschafft habe, was ich in den Lungen kriegen soll, bei einem langsamen Flow, das dauert deutlich länger. Deswegen ist der Beatmungsmitteldruck bei einem langsamen Flow, bei der volumenkontrollierten Beatmung, geringer beim IRV. Beziehungsweise auch generell. Und hier habe ich mal so Beispiele aufgezeichnet. Wir haben hier die volumenkontrollierte Beatmung mit einem normalen Flow, hier die volumenkontrollierte Beatmung mit einem langsamen Flow und hier die druckkontrollierte Beatmung. Und wir schauen uns die einzelnen die Kurven mal an. Wir haben hier Druck, Volumen und Flow. Habe ich eine normale volumenkontrollierte Beatmung, dann klar, ne, der Druck geht erstmal hoch in der Lunge und ihr seht hier diesen Huckel oben, diese Spitze, das ist der Spitzendruck. Denn er wird erstmal versuchen, mit hohem Druck Volumen in die Lunge reinzukriegen und es ist ihm ziemlich egal, auf welche Widerstände er trifft. Natürlich bis zu dem maximalen Spitzendruck, den ich einstelle, den das Gerät machen darf. Das Volumen wird reingehen in die Lunge, dann relativ homogen fließen und irgendwann geht es in die Expiration. Und hier beim Flow sehe ich es ja auch. Ne, ich habe zu Beginn einen sehr hohen Flow, deswegen auch einen hohen Spitzendruck und irgendwann geht es dann zur Expiration. Stelle ich den Flow jetzt langsam ein, dann verhält er sich auch anders. Ja? Ihr seht hier, das ist ein normaler Flow, das wäre jetzt der langsame Flow. Der Flow fließt viel länger bis zur Expiration durchgehend. Das heißt, der Druck wird auch deutlich langsamer aufgebaut und mein Volumen wird ja auch deutlich langsamer appliziert. Und dementsprechend ist der Beatmungsmitteldruck bei dem normalen Flow in der volumenkontrollierten Beatmung höher als bei einem langsamen Flow in der volumenkontrollierten Beatmung. Bei dem druckkontrollierten sieht es wieder komplett anders aus. Ich habe relativ schnell meinen Druck erreicht, den ich dem Beatmungsgerät sage, den er applizieren soll.
Dementsprechend ist relativ schnell das Volumen drin. Ich habe eine relativ lange inspiratorische Pause auf dem oberen Druckniveau, weil der Flow geht erstmal sehr schnell rein. Die Lunge füllt sich, der Flow wird abnehmen. Ja, irgendwann wird gar kein Gas mehr fließen, bestenfalls. Und es geht in die Expiration. Eigentlich ist meiner Erfahrung nach und auch meiner Meinung nach die druckkontrollierte IRV der volumenkontrollierten überlegen. Gerade weil ich dann auch die Lunge nicht überblähen kann, da ich ja immer ein Drucklimit drin habe. Die druckkontrollierte Beatmungsform IRV, da ist das Vorteil, wir haben den gleichen Druck durchgehend während der Inspirationszeit. Und dadurch weiß ich halt immer, welchen Druck ich auf die Lunge ausübe und habe, weil ich durchgehend einen hohen Druck habe, eher die Wahrscheinlichkeit zu rekrutieren. Der Flow ist dezelierend und wir haben dort keine hohen Spitzendrücke wie hier bei der volumenkontrollierten Beatmung. Eine Sache jedoch kann eventuell negativ sein, das Hubvolumen kann nach einer Weile fallen, denn ich baue ja einen hohen Intrinsic Peep eventuell auf, wenn ich den Expirationsflow nicht auf Null kommen lasse, was ich unter Umständen haben will. Und es kommt zum sogenannten Air Trapping. Da müssen wir gerade bei den Krankheitsbildern, ihr könnt es euch denken, COPD und Asthma aufpassen, denn dadurch können wir die Lunge zusätzlich überdehnen. Also bei COPD bzw. Asthma würde ich auf IRV sehr vorsichtig IRV machen, wenn überhaupt. Dann noch eine kleine Sache zum Peep. Wie gesagt, haben wir schnelle und langsame Lungenbereiche. Und zwar je nachdem, wie sie auf das Gas reagieren. In die einen kriege ich das Gas relativ schnell rein und in andere Lungenbereiche dauert es halt deutlich länger, bis diese Bereiche sich füllen. Und der Peep-I, der Intrinsic Peep, den ich aufbaue, der wird vor allem in den langsamen Lungenbereichen wirksam sein, nicht in den schnellen. Die Vorteile vom IRV sind, dass ich eine homogenere Gasverteilung habe. Das Gas verteilt sich gleichmäßiger. Das Ventilations-Perfusionsverhältnis wird besser werden. Meine Oxygenierung wird steigen, also das nahezu jedes Mal, wenn ich auf IRV gehe. Und eventuell nach einer Zeit kann es dazu kommen, dass auch die Elimination von CO2 besser wird. Wobei das meiner Erfahrung nach echt wirklich nach einer Zeit passiert und vorerst geht es um die Oxygenierung. Die Nachteile vom IRV sind, ich könnte eventuell eine dynamische Lungenüberblähung bekommen. Und das werdet auch alle kennen, die schon mal IRV gemacht haben. Wenn ich den Beatmungsmitteldruck hochsetze, den P-Min, dadurch, dass ich eine lange Zeit auf der Inspiration bin, habe ich hemodynamische Komplikationen. Ja? Denn der P-Min wirkt ordentlich auf die Hämodynamik, ja, er wirkt auf die Vorlast und so weiter. Mir wird der Blutdruck abfallen von dem Patienten mit hoher Wahrscheinlichkeit und dementsprechend muss ich dann entgegenwirken, sei es mit Volumen, sei es mit Katecholamin oder sonst was. Also einfach jemanden auf IRV umzustellen ist nicht. Ihr müsst schon sehr darauf achten bzw. wissen, dass ihr damit ordentlich auf die Hämodynamik haut beim IRV. Der Peep-I kann zu einer Überdehnung führen, also der Intrinsic Peep, und ich habe die verstärkte Gefahr eines Air-Trappings und dementsprechend muss ich aufpassen bei COPD und Asthma. Das wäre es ganz kurz zur IRV, ist heute eigentlich nicht mehr so gebräuchlich, man fährt dann eher APRV, aber so bevor man APRV fährt, kenne ich es noch so, dass viele dann versuchen mit 1,5 zu 1 bzw. 2 zu 1 zu beatmen, bevor sie Richtung APRV gehen. Lasst mich wissen, welche Erfahrungen ihr mit IRV habt. Ich freue mich auf Gedankenaustausch und Diskussionen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.